Ein Campingplatz am Stadtrand ist der nächste Einsatzort für Robin Sturm und André Matthäus. Hier soll ein Spanner zwei Frauen bei ihrem täglichen Schwimmtraining beobachtet haben. Und nicht nur das. Arnold, der 12, hallo, haben Sie uns gerufen? Hab ich verstanden. Ja, Sie sind die Melderin? Ja. Wie heißen Sie? Ich bin Maren Karma. Sturmer Name. Sie gerufen, irgendjemand hat. Gucken Sie sich das Auto an, da ist ein Handy. Sie brauchen die Hallo, wir sind beobachtet worden, wir hatten Angst. Muss jetzt hat das Ding seinen Geist aufgegeben. Aha, der uns beobachtet, wir sollen schwimmen. Wir gehen immer zum Schwimmen zusammen, meine Freundin und ich. Und mein Sohn, der ist wohl auch schon vorgegangen zum Umziehen. Und ja, jetzt haben wir das gefangen. Und, das ist rumgefallen und hat was? Das beobachtet uns. Das hat auf jeden Fall hier so eine Handykamera drauf. Dass wir gefilmt werden, dass irgendein Spanner hier ist. Hat jemand sich so viel Mühe gegeben, sein iPhone gut dran gemacht? Naja, haben wir jetzt den iPhone. Die Beamten hoffen, auf dem Smartphone einen Hinweis auf seinen Besitzer zu finden. Doch bis auf das Bildmaterial lassen sich keine Daten öffnen. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal an, ne? Ja. Aber Sie können schon mal Ihre Personalien rausholen, wenn Sie ja, die dabei haben? Ja, ich habe also meine. Haben Sie sogar dabei? Nee, alles dabei. Ja. Aha. Mal die Hand auf. Jetzt ist ohne Ton. Da sind die beiden. Achso, was nicht mehr fährt, ist ohne Ton. Ja, auch Ihren bitte. Es hat sie anscheinend verfolgt, so wie es aussieht. Und dann ist es Ihnen das aufgefallen anscheinend, wie ich auf dem Film jetzt sehen kann. Wir haben das ja schon gemerkt. Dass uns da ja, es war auf einmal weg, das Auto. Ja, und dann haben wir es nicht mehr gesehen und gerade fuhr es dann wieder. Jetzt gerade und hat es gefangen, ne? Muss es wohl irgendwie schon. Gut, Sie waren aber, darf ich mal eine persönliche Frage? Sie waren aber die ganze Zeit angezogen, ne? Oder waren Sie. Nein, wir wollten uns gerade ausziehen. Wir sind gerade vom Schwimmen rausgekommen. Nachdem die Personalien der Frauen geklärt sind, geht es nun an die Suche nach dem Spanner. Doch das ferngesteuerte Auto liefert keinen Hinweis. Ist das denn schon mal hier vorgekommen? Wissen Sie was von? Also wir gehen ja immer hier schwimmen. Also ich gehe immer mit der Freundin, nehme ich dann mit. Wir sind Schwimmerinnen und bei Wind und Wetter gehen wir eigentlich schwimmen. Frage war, haben Sie schon mal mitbekommen, dass Sie irgendwelche Spanner sonst sind? Nein. Das ist ja eigentlich naheliegend, ne, wenn man von so einem Auto da verfolgt wird und da ist eine Kamera, das habe ich sofort gesehen. Ob mit der Kamera kann er das auch denn steuern? Kann er das sehen? Ist das eine Funkübertragung, dass er das sehen kann? Oder muss der hier irgendwo sein und das sehen? Also ganz ehrlich, fragst du mich auch. Keine Ahnung. Dann müssen wir mal die Fachdienststelle fragen, ob der das kann. Also heutzutage ist ja alles möglich, ne? So, ja, ich habe keine Ahnung davon. Okay, und wo ist jetzt Ihr Sohn? Mein Sohn ist jetzt in dem Haus. Okay, dann gucken wir gleich mal. Da wollten wir sowieso jetzt aber auch von hin. Ihrem Sohn ist das nicht zufällig? Nein, das ist nicht von meinem Sohn. Mhm. Der Wagen wird als Beweismittel gesichert. Noch wirkt der Fall unübersichtlich und dubios. Die Beamten hoffen, dass der Sohn etwas Wichtiges beobachtet haben könnte. Wie alt ist Ihr Sohn? Mein Sohn ist 11. 11? Weil, ist der Wodka was von Ihnen? Was ist das denn? Das ist ja ein Ding. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ja, also wenn Sie sagen, der 11-jährige Sohn ist hier, meinen Sie vielleicht, der hat was getrunken? Ach, das stimmt Oscar vorher gar nicht. Das habe ich hier gar nicht. Hat der ein Telefon? Könnt ihr ihn anrufen? Nein, habe ich nicht. Nee, hat er ein Telefon? Hat er gar nicht dabei, ne? Hinde seid nicht drin? Nein, das ist er auch nicht, habe ich geguckt. Ja, das gibt's gar nicht. Da müssen wir zurückkommen, aber das gibt's doch nicht. Wer war vor 20 das? Minuten war das, oder vor 25 also Minuten. Ja, wo meinen Sie denn, könnte er sein? Das ist jetzt so die Frage, ne? Hat er irgendwelche Aufenthaltsorte, wo er sich öfters auffällt? Ich muss einfach jetzt hier gucken. Die Schwimmerin macht sich große Sorgen. Ihr Sohn ist zuverlässig und würde nie einfach so verschwinden. Vielleicht war das Spielzeugauto ein Köder, um das Kind wegzulocken. Die Ermittler entdecken einen möglichen Zeugen. Also wir haben jetzt hier einen Fall, ne, dass hier Damen beobachtet wurden oder beziehungsweise gefilmt wurden. Können wir einmal die Kamera uns angucken, was Sie da abfotografiert haben? Haben Sie einen Personalausweis dabei? Ja. Dann können Sie mir den mal geben. Ja. Das ist er. Ist alles gut, ne, soweit? Alles so dokumentieren. Was dokumentieren Sie? Wir regeln das jetzt, ne? Bleiben Sie unsere Arbeit. Einmal weg, damit wir das regeln können so lange. Was ist denn eine HP? Eine Homepage. Ja, das ist Pro Polizei. Aha. Und da dokumentieren wir ihn in der Fälle. Pro Polizei. Ja. Im Pressum sehen Sie auch meinen Namen. Also Sie. Ja. Aber Sie sollten schon mal fragen, wenn Sie Kollegen ablichten, ne? Hätten Sie wahrscheinlich jetzt noch gemacht.
oder ja, nicht? Ja, das ist die Frage. Das habe ich mir gedacht. Ich mache ihn einmal F. Arnold für den 12-24 so. Kommen. Haben Sie hier vielleicht einen 11-jährigen Jungen gesehen, der hier rumläuft? Nein, aber ich hatte zwei gesehen. Hm? Und auch in dem Alter? Auch so 14, 16 rum den Dreh rum. 14, 16? 14, ja. Mit einer Fernbedienung sogar. Mit einer Fernbedienung? Ja. Wo sind die denn hin? Wann waren das ungefähr? Nicht lange her. Die waren da vorne bei den Toiletten. Wo? Hier, wenn sie vorgehen, gleich. Okay, links. Gucken wir mal gleich nach. Wo kann ich denn hier gucken, wie das... Ja, habe ich verstanden, ist negativ. Der Fotograf ist bisher nicht aktenkundig. Das ändert sich jetzt. Die Fotos von den Polizisten haben ein Nachspiel. Priorität haben jetzt aber erst einmal der ominöse Beobachter und das vermisste Kind. Vielleicht können Sie mir schon ein paar Fragen beantworten. Sie filmen ja anscheinend öfters mal Polizeieinsätze, ja, oder so, wie ich es gesehen habe. Wie lange sind Sie schon hier unterwegs heute? Ich bin hinter Ihnen hergefahren. Ach so. Ja. Seit unserem Dienstantritt hier heute. Nee, wo Sie vom Präsidium weggefahren, okay, sind, bin ich Ihnen hinterhergefahren. Mhm. Der Speicherchip wird als Beweismittel einbehalten. Den Hinweis auf die beiden Jugendlichen mit der Fernbedienung nehmen die Beamten ernst. Bei den Toiletten kommt es zu einem unerwarteten Familientreffen. Hallo, ach gut, Polizei Köln. Ach, die gnädige Frau, nee, nee, nee. Schön. Da hast du was anderes zu tun, um den Sohn aufzupassen, oder was? Gehen Sie mal weg. Das ist mein Sohn. Ja, das ist schön, dass Ihr Sohn ist. Sie kennen sich. Ja, klar. Das ist mein Mann. Ja. Wir sind getrennt. So, die Scheidung ist noch nicht durch, also haben Sie beide das gemeinsame Sorgerecht oder einer? Oder wer hat das Sorgerecht? Beide. Beide? Ja. Also gemeinsame Sorgerecht. Er will das Sorgerecht aber haben. Komplett. Und, ja. Und Sie wohnen und mit dem Kleinen bei mir. Ich bin jetzt im Moment bei meiner Freundin. Sieht man ja, was passiert. Bei der Freundin. Ja, du hast ganz passiert. Passiert. Ganz ruhig. Kann ich den Jungen hier aus dem Waschraum, da war er eingeschlossen. Ich bin gerade hergekommen, ich wollte zu unserem Wohnwagen, weil ich hier auch angel an dem See. Und da höre ich, wie er hier schreit und klopft an die Tür und muss ihn befreien. Was mit was anderem beschäftigt wieder, ne? Ja, im Wasser. Oskar ist vorgegangen. Natürlich, ja. Gut, ich spreche mal eben mit dem Oskar, ne? Ist richtig? Ich nehme ihn mal eben mit zu mir. Wollen Sie dabei stehen? Nee, lass geh mal. Du glaubst, du traust der Polizisten, ne? Oskar, was ist denn jetzt hier passiert? Also, da war einer, der ist auch öfter hier, weil wir waren auch früher hier öfter. Und dann waren wir eben auch heute wieder. Und der hat gesagt, wer ist denn er? Also, Yannick, glaube ich. Hm. Ich weiß aber nicht mal ganz genau, wie er heißt. Aber ich glaube, das ist Yannick. Und er hat gesagt, wenn ich mit ihm da reingehe, dann darf ich einmal sein Elektroauto fahren. Mhm. Okay, wir haben auch ein Elektroauto gefunden. Bist du vorhin mitgefahren oder wie? Nein. Ich dann nicht. Und wer ist dieser Yannick? Yannick, der ist älter schon. Ich weiß aber nicht ganz genau, wie alt er ist. Okay. Und der hat eine schwarze Mütze an. Mhm. Und der wohnt hier auf dem Campingplatz oder was? Der ist hier auf jeden Fall. Ist er das da? Ja, das ist er. Ja, dann hol ich. Bleiben Sie mal hier. Bleiben Sie mal schön hier. Super. Sie kommen mal mit. Was haben Sie denn jetzt den Kleinen anscheinend eingeschlossen, oder nicht? Nee, haben Sie nicht? Dann kommen Sie mit. Wieso rennen Sie dann da weg? Meine Handfesseln sind runtergefallen. Die liegen hinten noch? Nee, die liegen da hinten. Alles gut. Was ist mit dem? Er hat anscheinend den Kleinen jetzt eingeschlossen, so wie ich das verstanden habe. Was passiert, weil ihr wieder nicht aufgepasst habt? Ihr lässt ihn jetzt. Lass mal hier. Hast du ihn? Hau mal die Hand ran. So was passiert. Nee, ganz toll. So was passiert. So, Beine mal ein bisschen breit. Warum bist du weggerannt? Wie weißt du, wenn du mal in Kondition bist? Können Sie mal eben ruhig sein? Ist nicht. Ist immer verdächtig. Sie können den Lungen ruhig loslassen, ne? Gut. Ich weiß. Einmal die eine Hand. So, wollen Sie dazu was sagen? Jetzt machen wir erstmal Handfesseln an, bis wir geklärt haben, ja? Was hat denn der Junge gesagt? Ich habe jetzt gar nicht mitbekommen. Also, so wie ich das verstanden habe, wurde er von dem Herrn hier angesprochen und dass er mal mit diesem Auto fahren kann, ne? Mit diesem Fernsteuer? Ja, genau. Und anscheinend hat er ihn dann eingesperrt. In diesem Toilettenbereich. Warum? Das war noch rauszufinden. Bis dato habe ich mitgehört. Und dann ist er aufgetaucht. Wollen Sie dazu was sagen? Sie haben jetzt gerade mitgehört. Können Sie machen? Du sollst auch der Wahrheit entsprechen, ne? Ja. Der Typ hat mich da eingestiftet. Wer ist der Typ? Der Volker da. Stimmt doch gar nicht. Natürlich, du hast mir doch dieses
Gerät gegeben, womit ich fahren soll. Sie kennen sich? Ja, ich bin öfters mal hier auf diesem Platz, aber... Wo ist das? Die Fernbedienung hat er Ihnen gegeben. Ja, und das Auto dazu. Und am Auto war schon das Handy befestigt oder hast du das dran gemacht? Weiß nicht, der hat mir einfach nur das Ding gegeben so und... Ich sollte mal rumfahren. Das Auto stand da halt so rum. Und was haben Sie dafür bekommen, damit Sie das machen? Ich habe 50 Euro bekommen. Die habe ich hier in der Tasche auch. Wo denn? Ich guck mal. Mann. Volker. Liegt doch nicht. Ach, die anderen 50 Euro kannst du in die Haare schmieren. Jetzt mal ganz ruhig, ja? Also, so. Deine Aussage ist schon mal, 50 Euro habe ich hier. So, kleinen Moment jetzt mal. Er hat Sie angesprochen, dass Sie mit dem Auto rumfahren sollen. Richtig. Und in Wedels auch beobachten sollen oder einfach nur rumfahren? Ja, ich sollte die halt ein bisschen ärgern damit. Bisschen ärgern. Was er genau damit vorhatte, weiß ich ja nicht. Der hat mir einfach die 50 Euro also, gegeben. Also hast du beobachtet, wie die rausgekommen sind aus dem Wasser und hast damit mit dem Auto rumgespielt? Genau. Gut, was ist mit dem Jungen? Warum hast du ihn eingesperrt? Der hat mir auch, das hat er mir auch alles gesagt. Also, der meinte, ich soll ihn einsperren. Und okay. Gut. Das ist alles sein Plan gewesen. Und mit dem Wodka auch, oder? Sie haben das natürlich ausgeführt, ne? Ja, ich habe. Was für ein Wodka? Ja, das ist für die Wodka. Ich habe natürlich alles gemacht. Wodka auch? Würden Sie auch alles machen? Für. Wodka hingestellt. Ja, jetzt nicht alle. Was ist mit dem Wodka? Komplett alles, aber das. Ist die Wodka auch hingestellt? Ja, habe ich. Auch von Ihnen beauftragt. Ja, alles. Du kommt mir da ein bisschen. Der möchte mich fertig machen. Der möchte ein mich. Ein kleines Licht auf, wa? Der sagt auch hier. Würden Sie das machen? Würden Sie Ihren Sohn bei so Lesben aufwachsen lassen oder was? Sehen Sie, er beschuldigt. Ich beleidige die beiden jetzt. Gehst du rüber? Ich guck auf mich. Wenn du nicht so ein Idiot bist. Nee, nicht. Hallo. Hallo. Bei dir wohnen, nicht bei mir. Quatsch, komm. Komm mal, jetzt mal. Ja, ist mir egal. Können wir jetzt mal aufhören? Dieses Geschrei bringt nichts. Ich habe auch keinen Bock, hier dazwischen zu stehen und mich anschreien zu lassen zwischen zwei Parteien. Können Sie machen, wenn ich weg bin. Können Sie da hinterherfahren, mir ist es scheißegal. Aber ihr wird auch nicht beleidigt weiter. Wo ist jetzt der Sohn gerade hin? Den habe ich jetzt weggeschickt, der soll das alles hier nicht mitbekommen. Der ist jetzt wieder bei mir. So, jetzt frage ich noch mal, lassen Sie mal kurz das Auto durch. Brauchten Sie noch was von ihm? Erstmal nicht. Wahrscheinlich holen wir gleich noch eine Aussage nochmal. Ja, okay. Weil ganz haben wir es nicht ganz aufgenommen. Gut. Der Kollege jetzt wollte ich noch, jetzt frage ich noch mal, Sorgerecht ist jetzt noch geteilt. Das Sorgerecht und er will, er möchte und das, er will Sorgerecht das Sorgerecht komplett haben. Alleine haben und er macht mich jetzt fertig. Jetzt behauptet er, wir sind lesbisch und, weil ich bei meiner Freundin wohne mit Oskar. Und Sie geben das auch alle zu, was Sie gemacht haben. Er behauptet, dass wir lesbisch sind. Ja. Und er möchte das Sorgerecht haben. Ja, das werde ich auch kriegen. Deswegen macht er das alles. Ihr geht einfach schwimmen und der Arme das ist jetzt rein rum. Was Sie jetzt gemacht haben, die haben den armen Jungen einsperren lassen von ihren Täter da. Das ja, machst du. Muss ja das Sorgerecht bekommen, weil dafür lassen Sie das Ihren eigenen Jungen einsperren? Du hast ja keine anderen Mittel mehr. Nur weil er mich das ist, glaube ich, ein bisschen schlecht für Ihre Sorgerechtsverhandlung. Ja, das können wir dann sehen. Der Vater wird wegen Verletzung der Persönlichkeitsrechte und Anstiftung eines Minderjährigen zu einer Straftat angezeigt. Für den Täter wird eine Jugendmeldung gefertigt.